Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es mal nicht um ein gesamtes Tutorial einer Webinar-Software, sondern heute nehmen wir nur einen ganz kleinen Teil. Und zwar geht es um die Hintergründe in Zoom. Du kannst in verschiedener Software die Hintergründe wechseln, hast du vielleicht schon gesehen. Und in Zoom ist es ganz besonders praktisch, sage ich mal. Da kann man noch ein bisschen mehr einstellen als nur zum Beispiel diesen Blur-Effekt. Und wie das geht und was du eigentlich alles einstellen kannst, beziehungsweise was für Hintergründe du aussuchen kannst und wo du sie findest, das zeige ich dir in diesem Video. Mein Name ist Gwendolyn und du bekommst hier Tipps und Tools, um deine Reichweite zu vergrößern, um deine Sichtbarkeit zu vergrößern im Internet, also dein Business bekannt zu machen und damit deine Wunschkunden zu erreichen. Ja, und wie das alles geht, zeige ich dir mit Webinaren, Videos und Pinterest, wie du schon weißt. Und heute geht es um die Hintergründe in Zoom. Ja, wir sind hier jetzt auf der Oberfläche von Zoom und ich möchte dir jetzt gleich einfach mal zeigen, wie du deinen Hintergrund verändern kannst, welche Möglichkeiten du hast und was das Ganze eigentlich, also wie das Ganze dann aussieht, was das Ganze zu bedeuten hat, wofür du das Ganze nutzen kannst. Wir veranstalten dafür jetzt direkt ein Meeting. Jetzt bin ich die einzige Teilnehmerin, aber für diese Funktion ist das völlig egal. Und zwar mit eingeschaltetem Video und jetzt sollte auch gleich der Bildschirm kommen. So, genau, du siehst jetzt das ganz normale Video, sprich, du siehst mich jetzt hier mit meinem Hintergrund, der da auch so aussieht, wie er ist. Also das ist tatsächlich der Originalhintergrund und sieht man wahrscheinlich auch ein bisschen von den Lichtverhältnissen. Und jetzt hast du hier die Möglichkeit, deinen Hintergrund zu verändern. Direkt in Zoom zu verändern. Es gibt die Möglichkeit, in den Voreinstellungen immer einen Hintergrund einzustellen oder aber ad hoc in dem Meeting den Hintergrund zu wechseln. Und das ist das, was wir uns heute anschauen. Vielleicht hast du gute Gründe, den Hintergrund zu wechseln, weil du vielleicht irgendwo filmen musst, wo der Hintergrund nicht so aussieht, wie er aussehen soll, beziehungsweise vielleicht auch eher trist ist oder eher ablenkt, weil ganz viel zu sehen ist, oder vielleicht bist du irgendwo an einem Ort, wo eben der Hintergrund quasi ja nicht mitgefilmt werden soll, oder du sitzt zum Beispiel, in vielen amerikanischen Videos sieht, da sitzen viele in ihren Schlafzimmern und vielleicht möchtest du nicht dein gesamtes Schlafzimmer da zu sehen haben. Also du siehst, es gibt viele Gründe, das Ganze zu ändern und es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, dieses umzusetzen. Und ich zeige dir jetzt einfach mal, wo man das Ganze einstellt und vor allem auch, wie es dann aussieht. Dafür gehst du hier unten in der Leiste, das siehst du jetzt ja auch, den Video-Button hier, gehst du auf den kleinen Reiter, der daneben ist und siehst jetzt hier, du kannst die Kamera auswählen und du kannst den virtuellen Hintergrund wählen. Das machen wir. Vorab eingestellt gibt es Hintergründe bei Zoom, beziehungsweise teilweise auch nicht. Dann steht hier einfach kein und es gibt keine weiteren. Ich habe schon welche heruntergeladen. Ich meine aber, dass Zoom auch eigene im Angebot hat. Also schau einfach mal rein. Wir schauen auch gleich, wie man diesen Hintergrund herunterlädt, beziehungsweise wechselt oder seinen eigenen erstellt. Jetzt gucken wir aber einfach mal, wie es aussieht, wenn ich einen Hintergrund wähle. Dafür habe ich mich jetzt entschieden, einen Hintergrund als Bild und einen als Video herunterzuladen, damit du einfach den Unterschied bei beiden mal sehen kannst. Okay, wir nehmen jetzt mal das Bild und das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Du siehst, ja, ich habe keinen Greenscreen. Das ist mein normales Bild. Man merkt, man sollte sich nicht zu viel bewegen, weil dann schon, ne, sieht man hier so ein paar Elemente, ich gehe mal so ein bisschen durch, oder auch mit den Händen, du siehst, die verschwinden dann, also das sieht nicht so schön aus. Wenn du allerdings relativ ruhig vor deinem Rechner sitzt, an Meetings teilnimmst zum Beispiel oder auch ruhig erklärst, kann man diese Hintergründe sehr schön benutzen. Und natürlich müssen auch nicht alle so farbenfroh sein wie das, sondern du kannst natürlich auch Büroräume nehmen oder irgendwas Helleres, da fällt es nicht so auf. Du siehst übrigens, wenn ich meine Hände vor meinem Körper bewege und quasi beim Erzählen jetzt hier in diesem Bereich bleibe, dann passiert gar nichts. Komme ich aber hier raus, merkt man schon, dass der Greenscreen da ist. Das ist jetzt das Bild. Wir schalten jetzt nochmal um und ich zeige dir mal, wie das Ganze mit einem Video aussieht. Gehen wir hier wieder rein. Dies ist ein Video.
Kurz noch vorab, du hast hier unten die Möglichkeit, die Greenscreen-Technik anzuklicken. Das heißt, wenn du einen Greenscreen hinter dir hast, ist es natürlich wunderbar. Das sind entweder ja, grüne, wie das schon hier heißt, grüne Flächen oder vielleicht auch eine blaue Fläche. Und dann wird das Ganze noch viel besser erkannt. Hast du das nicht, wählst du diese Greenscreen-Technik nicht aus, sondern nimmst einfach hier dein Video spiegeln. Sprich, es wird einfach hinter deine ganz normale Kameraeinstellung gesetzt, so wie das bei mir jetzt hier auch ist. Dafür, dass hier kein Greenscreen ist, muss ich sagen, wenn ich das auch in dem Vorschaubild hier sehe, auch an den Kanten hier, sieht es schon ziemlich gut aus. Also es funktioniert wirklich ziemlich gut, wie du ja auch sehen kannst. Jetzt schalten wir mal auf einen dunklen Bildschirm mit Video und du siehst die Sterne fliegen. Moment, zeig das auch nochmal in groß. So, jetzt sieht man natürlich durch die Brille da oben so ein bisschen am Kopf. Und wenn ich den bewege auch, ja, da geht das Bild wieder mit, was ich eben schon gesagt habe. Mit den Händen das gleiche Spiel. Alles, was ich hier vor meinem Körper hantiere, da passiert gar nichts. Wenn ich in den Greenscreen reinkomme, siehst du wieder, dass die Hände so ein bisschen komisch aussehen, verschwimmen oder auch das Bild hinter mir mit durchschimmern lassen. So allerdings als Video kannst du es auch nutzen. Und auch hier sieht man wieder, dass die Ränder hier, das sind immer so kritische Punkte, auch bei Greenscreen. So, da siehst du zum Beispiel, da kommt immer so ein bisschen mein Stuhl hinter mir mit durch. Aber wenn ich mich still verhalte hier, dann ist er schon ziemlich gut. Also wird der Greenscreen sehr gut übertragen. Auch hier wieder, insbesondere wenn du dich nicht zu viel bewegst. Ich neige dazu, sehr viel Bewegung während des Unterhaltens hier umzusetzen. Aber wenn du dich nicht so bewegst, dann funktioniert der Greenscreen eigentlich einwandfrei. Und du kannst ganz toll deinen wirklichen Hintergrund ausblenden und kannst ja jedes beliebige Bild einblenden. Und das zeige ich dir jetzt auch noch einmal. Da haben wir eben schon von gesprochen. Wie funktioniert das eigentlich, wenn du einen eigenen Greenscreen einstellen möchtest? Da gehen wir wieder auf Hintergrund auswählen. So, du siehst, ich habe ja jetzt hier nur diese beiden. Wenn du einen weiteren Hintergrund hinzufügen möchtest, gehst du auf Bild oder Video einfügen und suchst dann eben Bild oder Video aus. Und ich möchte dir jetzt noch einmal kurz zeigen, dafür schalten wir einmal um. So, ich hoffe, man sieht das. Gehen wir hier mal einmal kurz raus. Wir sind hier jetzt bei pexels.com, das ist die URL. Und hier bekommst du viele kostenlose Hintergründe oder auch Bilder. Ich habe jetzt hier Zoom-Background-Videos eingetragen, also einfach in die Suchmaschine und bekomme zum Beispiel hier Zoom. Fotos, also du kannst natürlich jedes beliebige nehmen, aber du kannst jetzt hier auch was auswählen. Also Zoom-Fotos, nehmen wir doch mal irgendwas Schönes. Eigentlich sind sie alle irgendwie schön. Ich nehme jetzt einfach mal hier das Extreme mit dem Rot. Wenn du jetzt ein Bild herunterladen möchtest als Hintergrund, oder wir nehmen mal hier dieses Büro, ist auch eine gute Idee, klicken da drauf und jetzt siehst du schon, dass du das kostenlos herunterladen kannst. Du hast die kostenlose Nutzung. Jetzt ist ganz wichtig, Zoom lässt dich nicht in der Originalgröße quasi dieses Bild nutzen. Nutze einfach diese 1920x1270 Größe, dann funktioniert das Ganze. Das gleiche gilt übrigens auch für Videos. Du solltest also nicht einfach nur das Bild runterladen, sondern um es optimal zu nutzen, benutzt du einfach diese Größe. Und jetzt kannst du das Ganze kostenlos herunterladen. Ich möchte mich jetzt nicht registrieren. So, habe das Ganze heruntergeladen und kann jetzt fürs nächste Meeting dieses Bild nutzen. Wir gucken uns das Ganze jetzt auch einfach mal an, wie das aussieht. Also dieses Sofa hier, dieses Wohnzimmer sollte jetzt als Hintergrund in meinem Zoom-Meeting erscheinen. Dafür gehen wir wieder zurück zu Zoom. Gehen wieder auf Videoeinstellungen, hier den Hintergrund wählen und jetzt kommt das Plus ins Spiel. Ich möchte ein Bild einfügen und dazu muss ich dieses Bild kurz auswählen. Gucken wir mal, wo ich es habe. So, das Bild ist ausgewählt. Du erinnerst dich, das Wohnzimmer von eben. Und ja, es ist auch schon eingeschaltet und jetzt gucken wir einfach mal. Ja, so sieht das Ganze aus.
Ich habe jetzt das Wohnzimmer im Hintergrund und kann eigentlich nicht klagen. Es ist ein ganz anderer Hintergrund als das, was ich eben noch hatte, mein eigener. Es sieht hell aus, es sieht freundlich aus. Du kannst das Ganze natürlich auch anpassen an deine Videos oder an an deine Session in Zoom. Wenn du technische Sachen erklärst, dann hast du vielleicht einen eher technischen Hintergrund. Oder aber wenn du einfach eine ruhige Umgebung haben möchtest, dann nimmst du so etwas. Da gibt es ja viele, viele verschiedene. Also das kannst du passen zu deinem Thema, zu deiner Zoom-Session oder zu deiner eigenen Einstellung, Stimmung, Personalisierung einsetzen. Okay, jetzt gucken wir noch einmal hier rein. Und ich möchte jetzt noch mal zeigen, wenn wir das Video nicht spiegeln, dann sieht das Ganze so aus, wie du das Bild eben schon gesehen hast. Also du kannst ja sozusagen das Bild auch drehen, entweder so rum oder so rum, und es passt sich an. Gut. Ich denke, das war's. Weiteres gibt es hier eigentlich nicht zu den Hintergründen zu sagen. Probier es aus, spiel damit rum. Du kannst, wie gesagt, völlig verschiedene Hintergründe einsetzen. Immer hier über diesen kleinen Reiter, dann über den virtuellen Hintergrund und dann einfach hinzufügen. Du musst natürlich nur wissen, wo diese ganzen Sachen auf deiner Platte liegen. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und du probierst es einfach mal aus. Es macht nämlich Spaß und es sieht ja zu allem auch Überfluss auch noch sehr gut aus. Also du kannst es wirklich toll einsetzen für alle möglichen Variationen, auch wenn du unterwegs bist und da nicht in einem Café zum Beispiel den Hintergrund, das Gewusele mit den Leuten mit übertragen möchtest. Ja, das waren die Hintergründe in Zoom. Ein kleines, knackiges, kurzes Video. Du hast gesehen, wie man sie einschalten kann, welche Unterschiede es gibt und vor allem auch, wo du kostenlose Hintergründe für deine Zoom-Sessions finden kannst, damit du sozusagen den ganzen Raum noch mal so ein bisschen personalisierst oder vielleicht auch, um Hintergründe bei dir zu Hause zu verdecken. Ich weiß ja nicht, wo du filmst, aber wie gesagt, dafür eignet sich das Ganze. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Mach's gut, bis dahin, tschüss!